Good morning in the morning und willkommen zu einem erneuten Let's Play mit Heyday. Und heute gibt's ein Level Up, denn mir fehlen nur noch 10.000 Punkte. Wobei, wenn ich jetzt gucke, wahrscheinlich nur noch, na gut, 8.500. Ich habe gedacht, da gibt mehr. Aber dem scheint nicht so. Komm, ich mach mal ein bisschen Weizen. Ich weiß, Weizen gibt keine Punkte. Da schicken wir jetzt auch ein paar Lieferwagen weg. Ne? Aber ich brauche ja auch Weizen ein bisschen. So. Zack, zack. Crazy Duck. Hier. Nee, da. Ah, nee, haben wir nicht. Gut, machen wir das. Und ich habe auch hier was fertig. Das heißt, wir kriegen Dekos. Gut, ihr wisst, die Küken-Dekos, die feiere ich jetzt nicht so sehr. Ich kann sie mal hinstellen, um zu gucken. Guck mal, viel zu nah aneinander. Viel zu nah aneinander. Unten der Zwerg auch ein bisschen schwachsinnig. Also der Zwerg unten ist auf jeden Fall schwachsinnig. Und die Deko oben zu nah an der Deko. Guckt mal. Das sind ja quasi zwei Dekos nebeneinander. Hatten wir davor auch noch eine Deko? Ich muss mal gucken. Nee. Nee. Also da hätte man auf jeden Fall die Deko, ah doch, hier hinten hatten wir die Dekos ganz am Anfang, aber da hätte man die Dekos auf jeden Fall weiter auseinander machen können, weil zwei Dekos auf einen, übrigens, ja, ich weiß, 96.000 XP, ich könnte auch einfach da drauf drücken, aber das machen wir jetzt nicht. Ich könnte auch wahrscheinlich, guck mal, hier, ich muss gar nicht mehr da unten die Aufgabe machen, sondern wahrscheinlich nur noch hier irgendeine von. Das würde wahrscheinlich auch reichen. Ich muss mal gucken. Ich mache mal hier zwei Produkte. Zack, zack. So. Gucken, wie weit das geht, das Männchen. Nein! Das reicht noch nicht. Okay. Beginne die Bedienung eines Stadtbesuchers im Stadtcafé, Strandcafé. Das kann ich noch machen. Dann brauche ich die 75 Punkte nämlich gar nicht mehr. Dann, ja, was soll ich sagen, ne? Dann brauche ich sie gar nicht mehr. Dann kann ich eigentlich alle Punkte so abholen. Das machen wir auch. Machen wir auch so. Oder reicht das, wenn ich einen abhole da im Strandcafé? Nee. Naja, hätte er sein können. So, Strandcafé, da ist es doch. Zack, zack. Reicht das? Nee, muss man auch noch bedienen. Na gut, jetzt holen wir erstmal die Leute da ab. Und, da, geschafft. Oh nein, ich habe immer noch, ich habe aus Versehen, wirklich aus Versehen, eine Aufgabe an... Ist doch nicht wahr. Moment, ich muss mal eben was verkaufen. Hier, Schindeln. Nee, Eis. Und... Hier, die blöde Milch, die kann ich jetzt verkaufen. Oh, das Video ist fertig geworden, habt ihr gehört? Bing! Das ist ein Video, das kommt auf meinem anderen Kanal. Da mache ich ein Unboxing. Und das Unboxing ist sowas von... nee, also da war ich ein bisschen sehr enttäuscht. Sehr, 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 sehr enttäuscht. So, gucken wir mal. Oh, mein Magen knurrt auch so laut. Wir gehen nachher essen, deswegen, ich darf noch nicht frühstücken. Wir gehen nachher feini essen. So, aber erstmal muss ich hier das einsammeln. Weil ich habe die Derby-Aufgabe angenommen. Ich wollte die löschen. Und stattdessen habe ich sie angenommen. Wem ist das schon mal passiert? Das ist wirklich sehr, sehr blöd. Geschafft! Guck mal, ich habe die 75 Punkte gar nicht abgeholt. Gar nicht gebraucht. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal hier. Da. Farm Level 124. Ja, mega, mega. 12 Diamanten, gut. Das, ja, okay. Was gibt es denn mit dem nächsten Level? Das ist viel interessanter. Okay, er gibt zumindest wieder ein Feld. Ne? Feld ist immer gut. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Damit. Und damit.
Boah, Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht, Herr Specht. Also das ging ganz schön weit. Also wieder fast noch ein Level. Ja, das ist schon mit dem Farmpass. Also mit Farmpass ist gar nicht mal schlecht. Ne? Also ich muss sagen, der Farmpass hier, der lohnt sich echt. Für XP, für Punkte, für XP und Punkte. Ente, das ist dasselbe. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben hier an der Stelle. Ich weiß. So, Moment. Können wir hier ein bisschen Öl machen. Und ich muss eigentlich auch irgendwas machen, damit die Oma und Opa wieder arbeiten. Weil ich habe Scheunenprobleme. Ich habe riesen, riesen Scheunenprobleme. Und ich kann im Moment nicht so wirklich. Ja, ich könnte das. Nee. Ich muss irgendwas mit Sahne oder Käse machen. Genau. Hier ein bisschen Käse. Weil dann muss die wieder ein bisschen Käse herstellen. Und Käse herstellen ist gut. Ne? Käse, Sahne, so ein Kram muss man herstellen. Oh Mann, alles voll. Nur Silo. Silo habe ich nie Probleme irgendwie. Silo ist immer perfekt. Das ist wirklich so. So. Zack, zack. Wir müssen auch. Warte mal. Gucken erstmal die Dekos. Müssen wir eben die Dekos gucken. Weg mit dem Baum. So. Zack. Jetzt muss man die wieder raussuchen. Was ich echt doof finde, weil könnte man ruhig so machen, dass sie jetzt direkt oben sind, damit ich es auch direkt finde. Stattdessen muss ich jetzt hier suchen. Oh, guck mal. Da ist ein Wanderschwein. Das muss ich auch noch irgendwo hinpacken. Also eigentlich nicht irgendwo. Ach, das sind die Dekos, die. Ah, ja, ich verstehe schon. Weil ich ein anderes Layout genommen habe. Ja. Also es ist süß, aber ich finde persönlich, es passt überhaupt nicht hier rein. So, wo ist das andere? Da. War es das? Das Herz? Nee. Das hier. Ja, und guckt mal, also diese ganzen Dekos immer, wo diese Küken rausgucken. Das sind ja immer die von dem Farmpass, die Belohnungen. Und ich muss sagen. So, das war's dann jetzt, ne? Die vier. Ah, nee, feiere ich irgendwie überhaupt nicht. Ich meine, okay, die grünen Sachen kann man vielleicht noch irgendwo unterbringen. Das und das. Das vielleicht auch noch. Aber die Bücher, die finde ich ganz schrecklich. Also, die sind süß, wie gesagt, aber zum Dekorieren. Wobei, den Pool könnte ich mir auch hinterm Haus vorstellen. Ne, so. Ich finde, die Proportionen stimmen halt oft nicht. Ne? Gut, weg damit, weg damit. Wir packen sie weg. Weg, weg, weg. So. Jetzt gucken wir mal eben. Also das habe ich erledigt. Wieso blinkt das noch? Ich habe alles abgeholt, oder? Und da gibt es auch einen neuen Hut. Habe ich den neuen Hut schon benutzt? Ist ja der hier. Komm, du kriegst den. Dann habe ich nur noch den einen doppelt. Sehr gut, sehr gut. Ich muss das mal bei allen machen, irgendwie so. Hier, die haben das noch gar nicht. Oder muss man das? Ja, ich weiß es nicht. Also, was ich gut finde, dass man wirklich jedes Tier einzeln machen kann. Also auch jedes Gehege einzeln. Dass das nicht so einfach verteilt wird, ne? Das finde ich sehr gut. Da muss ich einfach auch mal loben. Ne? Da muss man einfach auch mal loben. Loben, loben, loben. Und was mache ich mit den. Also ich bin wirklich. Was haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag, glaube ich. Ich muss diese Ziegenaufgabe. Ich bin, glaube ich, seit 3 Tagen mehr drin. Wie lange geht die eigentlich? Nicht, dass die jetzt gleich zu Ende ist. Ein Tag geht die noch, ja. Mann, ey. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Ich hänge da richtig dran fest. So, wir müssen auf jeden Fall auch Tee machen, weil ich habe so viele Teeblätter eingesammelt für den Farmpass. Wir können auf jeden Fall den Tee machen. Der fehlt uns noch. So, fertig. Und hier müssen wir auch hin. Da habe ich die 1000 noch nicht voll. Und das geht ja auch 5 Tage. 5 Tage noch. Ja, aber hier mache ich wirklich nur. Oh,
Ich muss auch so machen. Ich muss hier wirklich nur die 1000 voll kriegen und dann bin ich hier durch, ne? Also dann mache ich auch nicht mehr. Weil das lohnt sich für mich gar nicht. Dass ich jetzt hier noch groß irgendwie versuche, irgendwelche anderen Belohnungen. Nee, die Sachen, die ich dafür ausgeben muss, sind einfach viel zu viel. Und deswegen, ich mache die 1000 voll. Oder 1100, glaube ich, ne, brauche ich. Und dann Feierabend. So, wo müssen wir hin? Oh! Hallo! So weit? So weit unten. Ich weiß auch gar nicht, ob die Hühner. Haben wir die Hühner alle eingesammelt? Ja. Ich habe, glaube ich, nur ein Huhn eingesammelt. Das ist auch voll schwachsinnig, so ein bisschen mit den Hühnern. Weil, ja, gefühlt. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe ein Huhn eingesammelt. Und ich bin echt viel. Oh, da unten ist ein Huhn. Ich bin echt viel rumgefahren. Also, es ist eigentlich total überflüssig. Das braucht man eigentlich gar nicht, weil ich weiß eh, dass immer die Zahl sowieso erreicht wird. Ich weiß zwar nicht von wem, auf jeden Fall von mir nicht. Also ist okay. So, und das Schwein haben wir auch. Oh oh. Jetzt direkt die Bombe. Ja, es war klar. Aber ich mach weiter. Ist egal. Ja, jetzt kann ich eh alles aufmachen. Wenn ich eh die Bombe gezogen habe. Schokolade fünfmal. Ich mache direkt die nächste Runde. Ich bin feige. Ich will einfach nur. Nein! Ich hätte aufhören müssen. Boah, dann direkt schon 30. Ne, komm, dann ziehen wir jetzt auch durch. Und jetzt 60. Ja, zwei Puzzleteile. Teile reicht mir. Ich wollte nur die zwei Puzzleteile haben. Boah, das hat mich ja jetzt viel Geld gekostet. Oh mein Gott. Muss mal schnell gucken. Das waren jetzt 30, waren 90. Ja, fast 5 Euro ausgegeben. Wow. Also da bin ich aber sonst billiger davon gekommen. Heute war. Hä? Hier ist immer Hilfe. Boah, die hat ja schon voll viel erweitert. Hier ist immer Hilfe und hier läuft immer alles, ne? Wo braucht die denn Hilfe? Hier ist doch gar nichts. Da. Voll versteckt. Mensch, Mensch. Hat eine Ding da. So. Wo sind wir? Wo sind wir? Hier, die Häschen noch. Und dann bin ich eigentlich schon durch. Wie gesagt, wir haben so einen Riesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr habt ja wahrscheinlich auch. Die meisten haben wahrscheinlich auch Urlaub. Wir haben eine riesen To-Do-Liste für heute, was wir alles machen wollen. Und klar, jetzt könnte man sagen, hä, aber das ist doch Urlaub. Dann macht doch keine To-Do-Liste. Ja, aber wir wollen ja irgendwie auch ein paar Sachen für uns erledigen, ein paar Sachen schaffen. Wir haben gestern viel im Garten gemacht, Möbel angemalt, ja, gestrichen, sagt man. Ich sage immer angemalt. Und jede Menge Kram. Und ja, heute auch nochmal. Hey, ich will die Schweinemaske machen. Und deswegen muss ich jetzt gleich los. Mal gucken, ob ich noch ein Let's Play hinkriege von einem anderen Spiel. Wie gesagt, ansonsten ist ein Unboxing auf meinem anderen Kanal gekommen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal reingucken. Das ist, ja, ich sag mal, sehr unerwartet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, liebe Enten. Tschüss. Oh nee, guck mal, hier werde ich noch was los. Weg damit. Das nicht. So, macht's gut. Tschüss.